Hey Kurun, du bist ja schon wieder da. Herrlich. Ja, mein Channel sieht jetzt viel besser aus, dank der Hilfe von Kalamansi. Ich war nie weg, sagte er. Ist ein geiler Typ und what the fuck? What the fuck? Ja, der Server ist leider ganz schön leer, nur noch 16, 17 Leute rum. Ich werde mal versuchen, jemanden alleine zu raiden, einfach weil ich es versuche. Miete ich mir mal kurz hier den Laden und dann hau ich mal jemanden aufs Maul kräftig, wenn ich das schaffe. Man weiß ja nie. I don't feel anything anymore. Glasgow ist vermietet. Okay. Disco, Suburbs, Slums, Regal. Ganz schön viel für so wenig Leute. Die sind alle wahrscheinlich gerade fett rum. I've got my little corner and I'm sticking to it. Gut, dann nehme ich mal hier City Shop. City Shop 2. Und eine Waffe. Und dann geht's los. Denke ich mal. Geschrieben. Lol. Ihr Freaks. So, Waffe. Ja, wieder die. Von denen habe ich noch genug zu verlieren. Auch wenn ich die nicht so gern verliere. Oh. Keine Muni drin. Shit. Die hier Muni drin. Nein, fuck. Okay. Das wird etwas übel. Geladen. Na gut, probieren wir es aus. Flashbanger habe ich hier dabei. I could eat a horse, who's it all? Special Player G. Was für ein Name. Nein! Ah. Zum Glück geht mein Auto noch.
Hello. Is the Glasgow Berlinskis? Does the Glasgow belong to the Berlinskis? Yeah, I have keys. I was about to raid it. Should I raid? Do you come with me raiding someone? Maybe a Regal 4 is free and subs. Yeah, I don't know either. No, I d no, that would be suicide. Well, let me at least plant my drugs first, and then I try to raid someone. If you don't want to come with me, I have to do it on my own. But for now, I just want to plant my drugs first. Hop in. You can hop in, okay. Oh, I don't have keys. Yeah, then I can need some keys. I thought I had keys. Okay. Hello. So clean in here, no drugs. Did you took a bath? Looks like. Okay. Well, I need access to the storage and keys. I could eat a horse, hooves and all. Thanks. Loving it, it's raiding. Thank you.
eine scheiß Pflanze. Ja, wann kommt der Besitzer? Nein, man kann nicht düngen, leider. Ja, das Anbauen ist mega unrealistisch. Ich warte gerade auf den Besitzer. Haus ist ja leer. Wenn der Besitzer da ist, dann werde ich ihn erstmal entwaffnen. Ich hoffe, es ist nur ein Besitzer. Und dann geht die Party. Hoffe ich mal. Wahrscheinlich besser, wenn ich mich hier hinstelle. Na, wann kommt er? Natürlich kann Gmod mehr, das ist mir auch klar. Aber auf dem Server ist es halt so gemacht, weil man muss sich halt überlegen. Oh, da kommt er, pass auf. Tell me your name. It's Michael. You're Michael, okay. Do you know me from any time before? Once. Sorry, I didn't hear what you said. Do you know me from a time before this? Did you see me before? I have never seen you before. Okay. It would be great if you drop all your money, your guns, and your drugs. The only drugs I have is right there, and I only have this bat. A fucking bat? Are you kidding me? Okay. I will take this bat. And now you will drop your fucking money. Okay. Go, go, go. Okay. Drop your fucking money. Okay. You are kidding me, right? No, I'm not. You sure? Yes, I swear. Well, fucking $25, you can keep them. Do you have any friends with you in this home, or are you the only owner? I'm the only owner. Oh god, for fuck's sake. You're this welcome is the to only, check the rooms if you... This is the only plant you have? Yeah, I can't grow anymore, can I? You can, of course. You can grow weed and cocaine.
So one weed, one cocaine. Oh, well, I didn't know. If you are VIP, you can grow double, so two weed, two cocaine. But the big pot is the best you can do. Well, yeah, someone told me that. I see you are new in this town, so I will just leave you with your shit here. Sorry for disturbing. Oh, thank you. Don't call the cops. No. Thank you, sir. Was für ein Fail. Der Typ war komplett neu auf dem Server, den brauche ich nicht ausnehmen, das bringt's nicht. Der braucht auch erstmal einen Anfang auf diesem Server. Hm. Gut, wo kann ich als nächstes hingehen? Hm, mal gucken, ich glaube in Subs oder Suburbs war noch was. I've never seen you before. Where? Where do you want to go? Where? You want to go to suburbs? Or... No, actually, I was gonna go to bed, OOC. Oh, okay. Well, then see ya next day, OOC. Lol. See ya. Yeah, see ya. Ich geh mal eben kurz an der Bank gucken. Wo ich noch raiden kann. So, mal gucken. Regal Apartment. Oh, toll, das ist das einzige. Fuck. Ja, die Leute verschwinden alle vom Server, das ist langweilig. Dann zocke ich was anderes. Zocke ich. Das kennt ihr bestimmt noch nicht, das muss ich euch zeigen. Und der Preis für den höflichsten. Oh, lol. Lol. Ja, gut. Dann gucken, wie lange meine Drogen noch brauchen. Oh, ich muss noch tanken. Scheiße. Ja, gut. Kann ich noch mal tanken. Thank you.
Oh, it's you. I thought you got raided, man. And... Oh, shit. You got him? Unpredictable because there's like a 30-second gap between everyone. Okay. So that's unpredictable times. Go! I will help you. Yeah, you see you. That one go. Will go, and then it'll be another 2 minutes before these two goes. Don't run to it because the other ship will explode. I just want to help. Actually, I might be able to. That's all? Yeah, these might explode. Okay. But these not here. Okay. Fucking 4 minutes. Oh god. Ja, ich muss noch 4 Minuten warten, bis ich den Server wechseln kann. Oh, holy. The fuck? Ja, nee, den Nightbot werde ich, da ist mir egal, die sollen ruhig Caps Lock schreiben. Also es ist mir wurscht, ich finde Caps Lock sogar besser, weil Caps Lock kann man besser lesen. Also, ich werde Leute nicht Timeout geben wegen Caps Lock, das ist kompletter Schwachsinn. Und Links werde ich auf jeden Fall sperren, außer Links von YouTube, wenn man das einstellen kann. Hi, Bro. I like your perfume. Perfume? Your fumes? I don't know. You smell good, man. Wanna go with me behind this corner? Maybe, you know? Okay, let's go. Oh, you look disgusted, man. You're not into boys, right?
Ew. What the fuck is wrong with you? Not very romantic. Oh, that stinks, man. Oh, that's disgusting. I like your brown eyes, officer. Officer, what's your name? Nice butt, Carrizo. Pöse, ja. Ja, wenn man Wörter bannen kann, das ist cool. Kann ich so Sachen rausnehmen wie Swag oder Call of Duty. Ja, Call of Duty wäre wahrscheinlich das erste auf der Bannliste. That's enough, I guess. I will take a walk. That was good. Right into the fuel tank. Der Dio das, ja genau. To see this. Oh. The spooky ghost. It was you. Oh, what the fuck. Fucking spooky ghost. Okay, gut, ich gehe mal auf und zeig mal ein anderes Game, was ziemlich witzig ist. Gmod Tower, genau. Das ist ziemlich geil. An die, die es noch nicht kennen, das ist mega. Mega witzig. Aber man müsste es eigentlich mit anderen, mit Freunden zusammenspielen. Das ist so eine Mischung aus Social Experience und wer ist das Spiel? Mario Party. Ja, so eine Art. Oh, den lade ich mir doch jetzt gleich mal runter und gucken wir den mal an. Bin mal gespannt, was du dann noch verbessert haben kannst, weil der ist eigentlich schon gut. Hauptsache, der wird jetzt nicht zu überladen oder sowas. Also, das muss hübsch sein. Das reicht mir dann schon. Aber mein Profil sieht jetzt geil aus, oder, Fire Gamer? Hat mir Anna geholfen. Hat sie sich, glaube ich, eine Stunde Zeit genommen oder länger oder zwei Stunden. Auf jeden Fall war es das wert. Sieht jetzt richtig nice aus.
Wir haben halt auch alle Namen, die erwähnt wurden, direkt verlinkt, solange man sie verlinken kann. Ich habe auch meine ganzen Spiele verlinkt, die ich zocke, dass man dann direkt auf die Page kommt für Leute, die die Spiele nicht kennen, dass sie nicht erst googeln müssen, sondern einfach schön lazy draufklicken können. Ja, Retrieving Server Info, go, go, go. Weil ich kann es nicht runterladen, solange der Retrieving Server Info steht, laggt das ganze Game, dass ich nicht auf den Desktop komme. Ich habe einmal schon Desktop-Switch gedrückt. Ich habe meine Hände hier und trotzdem wird das gleich auf Desktop switchen, nur wegen dem Lag halt. Den Rahmen rausgenommen, der hat nicht gepasst. Okay, gut. Bin mal gespannt. Oh, ist das Lena? Das ist Lena, oder? Ich kann nicht. Ich komme hier auf den Desktop, Lena. Das ist Lena. Hey Lena, ich kann gerade nicht lange. Kannst du nicht aufs TS kommen oder so? Ja. Hast du TeamSpeak? Ich schick dir mal TeamSpeak-Link, okay? Geht ganz schnell. TeamSpeak 3. So, hier, das lädst du runter, ja? Mhm. Den Rest erkläre ich dir dann gleich, wenn du es installiert hast. Ja, okay. Okay. Sieht man das jetzt im Stream? Ja, wunderbar. Wie bitte? Legst du jetzt auf? Ich lege jetzt auf erstmal, okay? Und dann schreibst du mich an, weil sonst laggt es halt im Stream. Okay? Nicht böse gemeint. Gut, okay. Bis gleich. Also melde dich einfach, wenn du TeamSpeak installiert hast, dann erkläre ich dir, wie du reinkommst, jo? Okay, bis gleich. Oh Gott. Gut, ja. Zeige ich euch mal, oder erkläre ich euch mal für die, die es noch nicht kennen. Ja, Hangouts ist cool, ich weiß. Hangouts ist besser als WhatsApp. Ja, hier ist das Theater, wie man sehen kann. Da kann man mit den Leuten Kino gehen. Seht ihr gleich. Da, die sitzt. Oh, jetzt sitzt ja gar keiner. Lol. Ja, wer guckt sich den Scheiß an? So, hier kurz durch. Hier sitzt auch keiner drin. Gut. Geh ich mal wieder hier raus. So. Dann zeige ich euch mal die Spielhallen. Die sind ziemlich cool. Also hier kann man sein Aussehen verändern. Ich sehe gerade so aus. Ich kann natürlich... auch anders aussehen. Gehe ich auf Outfit. Sagen wir mal, nehmen wir den. Und den Headcrab noch oben drauf. Oh, und dann sehe ich schon so aus. Richtig geil. Ich mache mal kurz diese Bling-Dinger weg. Die sind nicht so cool. So. Ja, yeah, und wenn ich renne, oh Gott. Ja, Leute können mich natürlich auch in der Umgebung hören. Und man kann jetzt hier so verschiedene Models kaufen, also für Spielgeld, was man sich hier spielt. Pets, die einen begleiten. Ich habe eine Melone, die heißt 100% Homo. Und die ist gerade glücklich, wie man sieht am Smiley. Ja, gut, dann zeige ich mal die Spielhalle. Also hier sind überall Läden bis jetzt. Und jeder kann sich halt selber gestalten, wie er will. Und man sieht dann auch in den Minigames so aus. Warum ich leuchte, ist, weil ich Geld gespendet habe für den Server. Ich spende nämlich gern Geld für Server, die es mir wert sind, gespendet zu werden. Dann kann man hier zum Beispiel Doom 1 spielen. Man kann wirklich Doom 1 am Automaten spielen, kann ich mal zeigen. Ah, es kommt schon. Ja, ich habe eine Melone, genau. Play.
Muss ich auf Play drücken? Ja. Doom, Heretik oder Hexen, das sind halt andere Game Modes davon. Und hier dann noch die Controls. Kann ich, glaube ich, auch noch ändern. Aber ich lasse jetzt mal so. Und ja, dann lege ich einfach mal los hier. Zack. Los. Machen wir hier so. Und dann kannst du Doom zocken, so wie es halt früher war, ne? In den guten alten Zeiten. Boom, boom. Gut, das Game kennen wir ja. Und so sind halt die anderen Spielautomaten auch aufgebaut. Du kannst halt per Browser Java Games zocken, ne? Und die haben auch noch vor, bald einen kompletten funktionstüchtigen Super Nintendo Emulator reinzubauen, dass man mit seinen Kollegen Super Nintendo zocken kann. Das wird auch ziemlich nice. Da sind die schon ziemlich weit, ich glaube 80% oder so inzwischen. Gut, dann gehen wir mal zu den Teleportern. Ich will kein Zombie mehr sein. Als Zombie ist man immer hässlich. Ich will... Die ist cool. Nehmen wir die. Go, go. So. Krabbe noch runter. What about my lemon? So, jetzt bin ich hier. Also, so kann man sich halt die ganze Zeit verändern und so ist alles kein Thema. Und hier geht's nur darum, Spaß zu haben. So, hier gibt's, ich zeige euch mal meine Wohnung. Und die Wohnung kann man auch komplett selbst einrichten, natürlich. Okay, 24 ist hier. Hier richtig mit Poster und hier ist das Bad. Küche auch eingerichtet, alles hier, also diese Pfannen und so, das ist halt alles selber gesetzt worden. Gehe ich mal eine Etage höher, ja, Poster, Little Big Planet, mein Schlafzimmer, mein Schlafgemach, ja, hier Zocker Area natürlich. Natürlich können hier dann noch Freunde mit rein und mit denen kann man dann zusammen hier zum Beispiel auf dem Fernseher YouTube gucken. Ich könnte jetzt hier irgendein Video, ich mache mal zum Test eins rein. YouTube Mediengully. Einfach nur zum Test. Das hier war ziemlich witzig. Das müsst ihr euch ansehen. Mache ich hier kurz die Mucke leise. Nee, nicht Livestream. Okay. Hey, you want some heroin? Yeah, I want some. Yeah. Some little you're boss. You're too behind on me. Oh. Hey, you want to get high? Yeah. Hey, do you want to smoke that marijuana? Yeah. Sniff. Yeah, you want to sniff the cocaine? Yeah. I'm not so sure. Do you want to sniff the cocaine? Yeah, that's so good. I don't want to end like you. Do you want to end up like me? No. Yeah, you want to. No. Yeah, you do. Yeah, you do. Because I'm a crackhead. Yeah, you are one crazy motherfucker. Yeah, the doctor. I killed the doctor. Oh, shit.
Should I call the cops? Yeah, I cut his stomach open and strangled him with his own knife. Oh shit. Ja, ansonsten, hier kann man auch Klavier spielen, richtig cool. Wenn man jetzt ein Klavier an den PC angeschlossen hat, funktioniert das Ganze natürlich noch besser, aber ansonsten, so kann man auch mit der Tastatur spielen, ist natürlich nicht so easy wie mit dem Dingens, aber ich spiele jetzt hier mal Coldplay Clocks. Ich glaube, Coldplay heißen die. Ja, ich bin so gut. Ja. Und man kann halt hier noch andere Noten spielen. Lieder, die viel zu schwer sind. Aber ich habe schon Leute getroffen, die richtig gut zocken können, also Musik abspielen können. Ja, man kann dann halt auch Party feiern, saufen. Ich kann mal zeigen, wie es aussieht, wenn man besoffen ist. Na, komm schon. Oh, hi. Hello. You're pretty. Where's your head? Gut, hier kann ich Alkohol trinken. Jetzt wackelig hin und her und der Ton wird auch jetzt so hallend. Hier sieht man so am besten, dass ich hin und her wackel. Und wenn ich jetzt was in den Chat schreibe, dann schreibe ich auch irgendeinen Unsinn. Kann ich mal zeigen. Ja, I'm Chris Angel is my hero. No, ja. Ich habe halt geschrieben, I'm so drunk, und dann hat er Chris Angel is my hero dazwischen gepackt. Ja. Manchmal macht er so richtig peinliche Sachen, wie dass man auf seine Schwester steht und also auf seine eigene und so. So, ich will aber nicht mehr besoffen sein, weil das ist behindert, richtig? So. Aber jetzt habe ich ja auch noch alles vollgekotzt. Sorry. Dann gehe ich schnell ins Bett, damit das wieder weg ist. Oh Gott. So. Und jetzt zeige ich euch mal eins von den Minigames. Das ist nämlich das Wichtigste an dem Ganzen. Wie man halt sich das Geld verdient. Hier, das sind so zum Angucken die ganzen Sachen, die ich so bekommen habe und so durch das ganze Game. Thank you. Thank you for liking my dicks. Lol. So. Ja, und siehst du, hier kommen auch einfach Leute in meine Wohnung und gucken sich das an. Ziemlich cool. Gut, jetzt gehe ich hier zu den Game Modes. Die Game Modes sind das Beste eigentlich an dem Ganzen, weil hier gibt es jetzt einen Haufen verschiedene Minigames. Ich will Ball Race machen. Und das werde ich jetzt auch machen können direkt. Passend, weil hier warten 3 Leute, 3 von 4. Jetzt bin ich der 4. und bam, los geht's. Ich hab Bock auf Paradise. Bloß nicht Memories. No, not Memories. Please not. Oh, please not. Come on. Memories is so fucking hard. No. Oh Gott, Alter. What are you talking about? Memories is the schwerste. I was talking about the map. Why? Oh Gott. Ja, das wird mir keinen Spaß machen. Das ist die Map, die ich am meisten hasse, weil sie so ultra schwer ist. Also das ist jetzt nur eines der Minigames, die man mit seinen Freunden zocken kann. Und Ball Race ist eine Kopie von Banana Splits oder wie man das nennt. Klingt total langweilig. Ich bin eigentlich nicht so ein Minigame-Spieler, aber mit Freunden macht das richtig Spaß. Man lacht sich dann immer tot und so. Aber dass wir jetzt ausgerechnet die schwerste Map zocken müssen, ist ziemlich gemein. Ja, wie lange lädt jetzt die Map? Gut. Es dauert anscheinend ein bisschen. Toll. Verpasse ich die erste Runde. Guck mal. Oh Gott, auf dem Desktop kann ich ohne switchen.
Na, oh, jetzt hat's geklappt. Lena geschrieben? Ne, hat sie nicht. Jamie versorgt. Ja. Oh. Sound ist ein bisschen mega laut. Sound ein bisschen runtergedreht. Los geht's. Man muss halt versuchen. Nein. Oh Gott, das. Nee, das ist so ultra hart, Mann. Weißt du, die ganzen Maps machen alle voll Spaß, aber das hier ist direkt die härteste. Ja, zwei Versuche hat man. Das waren zwei. Oh, drei? Oh shit. Aber einer hat's geschafft. Nein, ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, hier kriegt man anscheinend mehr Versuche als zwei, weil es so ultra hart ist. Oh, oh, oh Gott. Und diese Dinger hier, die stoßen einen weg und ziehen einen an und oh Gott. Und töten einen sofort. Ey, das ist so hart. Oh. Ganz wie schaffen die das? Ich frag mich das echt. Das sieht vielleicht verdammt leicht aus, aber diese Dinger, die stoßen einen weg und ziehen einen gleichzeitig an und. Uiuiui. Oh Gott, nein! Oh, ich hab's geschafft gerade eben. Scheiße. Oh, ja, drei Leben hatten wir jetzt anscheinend. Ah, das hätte ich packen können gerade. Und Scheiß. Ja. Normalerweise sind die Maps nicht so schwer. Normalerweise sind die Pillepalle, aber die ist. Hardcore. Oh nee, ne? Das schaffe ich nie und nimmer. Ja, genau. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Und einer hat es wieder geschafft. Ich. Nee. Unglaublich. Ich werde es nie schaffen. Nee, und nimmer. Ja, genau, noch schwerer. Und ich wurde schon weggedrückt. Ich wollte eigentlich über die blaue Linie laufen. Nee, ich gehe wieder zurück. Und los. Komm schon, nein, oh Gott. Das ist so hart, ihr glaubt's nicht. Ja. Oh, Alter, das. Na, kommt schon, nein. Komm, ey, ich kann mich. Nee, das ist so scheiße. Man muss die ganze Zeit übelst schnell in Bewegung bleiben. Und es schafft immer dieser eine. Der eine ist voll der kranke Freak, Alter. Quinzal, you are so sick, man. Ja, okay. Ja, und ich werde immer weggedrückt, Alter. Das ist so schwer. Das hier ist noch easy, das ist nur eine Bonusrunde, um Bananen zu sammeln. Quasi eine kleine Erholung. Ja. Und tot, super. Wenigstens etwas habe ich geschafft. Ich werde hier kein Level von packen, glaube ich. Kein einziges. Was machen die jetzt? Nein. Oh Gott, da ist ein Loch. Schnell raus. Oh. Cool, ich habe ein Level geschafft. Ha. Ich bin so gut.
Oh Gott, das ist doch gemein. Ach, ich soll, während sich das dreht... Oh, Alter. Okay, okay. Nein, nein, nein. Oh, wie hat der das denn geschafft? Wie kann man denn so gut sein? Der ist einfach rübergesprintet wie... Weiß ich nicht. Der muss es schon zigtausend Mal gezockt haben. Nein. Nein. Oh Mann, ist das nicht deren Ernst. So, jetzt... Ja. Es könnte was werden. Nein, ich wurde weggedrückt. Oh Gott. Mal gucken, wie er das macht. Hä? Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber nice. Shit, ist das dein Ernst? Oh Gott! Oh nein! Oh, oh, oh. Nein, nein, nein! Oh Gott! Und der eine Typ, der schafft's jedes Mal, ne? Keine Ahnung, wie er es hinkriegt, aber der ist gut. Ziemlich. Das ist ein Versuch. Oh, wie soll man das denn packen? Jetzt mal ernsthaft. Wie soll man denn da rüberkommen? Oh Gott! Nein, nein, nein. Oh Gott. Das Ding hat sich gerade gedreht und wo ich drauf wollte, dreht sich wieder in die andere Richtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte es fast geschafft. Nicht deren Ernst, dieses Level. Sieht's gut aus für mich. Wow, 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 was ist denn hier passiert? Warum bin ich runtergefallen? Was habe ich falsch gemacht? Gucken, wie die das machen. Ja, okay, die fallen auch runter. So. Und dann... Dann fällt man einfach, ja. Das habe ich auch mitgekriegt. Oh, keiner hat's geschafft. Gut. Gucken, wie die das machen. Na los, traut euch. Ah, ganz langsam, okay. Na, beweg dich schon nach vorne. Oh Gott, er bewegt sich nicht. Los jetzt. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich hätte es eh nicht geschafft von der Zeit. Hat es irgendjemand geschafft? Nein. Ich glaube noch einen zweiten... Oh, nee, es gibt sogar noch einen dritten Versuch. Wow.
können die Entwickler nicht ernst gemeint haben, dieses Drecksding. Oh Gott. Nein. Warte mal. Oh, das sieht doch so aus, als können wir da hinspringen. Wäre schön gewesen. Nee, Abkürzungen werden gleich bestraft. Naja, wir haben es nicht geschafft. Das ist dann schade. Aber das war jetzt eines der Minigames. Jetzt zeige ich mal ein anderes. Da geht's um Zombies schnetzeln. Beziehungsweise man ist mit ganz vielen auf einer Map. Und einer wird infiziert, einfach so random ausgesucht, wird infiziert. Und er muss natürlich alle anderen infizieren und alle anderen müssen schaffen, nicht infiziert zu werden. Ziemlich witzig. Ja, die Ladezeiten sind immer ein bisschen krass, weil er immer übelst viel aus dem Internet beziehen muss. Liegt nicht an meinem Rechner. Wollte ich nur mal gesagt haben. Fangspielen. Ja, ja, genau. Fangspielen. Nur mit Virus, ne? Na los, jetzt lad schon. Zu Ende. Du-di-du-di-du. Leonie, also, sieht man die schon wieder, oder was? Ja. Die eine ist Leonie und das ist gerade Kasimir. Die ihre Schatten jagt. Ah, ist fertig geladen, ich glaub's ja nicht. Na komm, so. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. So, gucken, ob noch ein Virus geht. Na, hat gerade angefangen, scheiße. Scheiße. Zock mal Chimera Hand, das ist ziemlich süß. Und los geht's. Oh, einer ist schon wieder abgesprungen, hat. Achso. So. Hey, Bro. You, tiny red thing. Let's play some Ultimate Chimera Hunt. Go. Ultimate Chimera Hunt, please. No ball race. Oh, shit. Yeah. That's right. Ja, einer fehlt noch, ne? 4 von 5.
Oder ich spiele jetzt nochmal eine Runde Ball Race, aber dann zeige ich euch ja nichts Neues, das wäre doof. Konnte ich euch höchstens zeigen, dass ich mal was kann, deswegen mache ich es einfach mal. Oh. Kein Platz mehr für mich. Scheiße. Gut, Virus ist erst bei Tag 2. Ja, gibt's noch Minigolf, Mario Kart. Zockt irgendwie nie einer. PvP, ja, PvP finde ich langweilig. Da kann ich dann auch Call of Duty zocken. Ja. Denn mein Skin, ja, ich glaube, sowas ist das. Ja, das könnte gut sein. Ja, ja, ich weiß schon, wie du meinst. Oh, es geht nicht mehr. War letztens keine Glaswand mehr davor. Ich versuche mal, ob ich mit dem Ball reinkomme. Ja, mit dem Ball geht der Bug noch. Guckt. Mit dem Ball kommt man hier durch die unsichtbare Mauer. Der Ball ist süß. Das ist eine Katze übrigens. Ich kann das auch ändern zu einer Bombe. Oder so. Habe ich dadurch bekommen, dass ich glaube, 100 Runden Ball Race gespielt habe. Also das, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich nehme mal die Katze, die ist am coolsten. Einer fehlt noch für Chimera Hunt. Hey. Hey, you with the rocket launcher. Let's play some Ultimate Chimera Hunt. Ja, wunderbar. Gut. Jetzt wollen die alle die scheiß Valley zocken. Na ja, gut, dann machen wir das. Die sieht ein bisschen aus wie Pokémon. Die Maps sind ziemlich cool, alle. Unterschiedlicher können sie nicht sein. Ja, da kann jeder drauf. Bei Ultimate Chimera Hunt gibt's mehrere Möglichkeiten. Ach Quatsch, mehrere Möglichkeiten. Ich bin jetzt schon wieder noch bei der Antwort mit dem Server. Ja, jeder kann drauf, aber es gibt zwei verschiedene Server und es gibt noch die Möglichkeit, halt Geld zu spenden und dafür kann man auf volle Server drauf. Das heißt, wenn ein Server voll ist und kein Platz mehr ist, kann ich trotzdem drauf, weil ich habe gespendet. Ab 15 Euro oder so. Ja, bei Ultimate Chimera Hunt geht es darum, einer ist dieses Chimera, das ist so ein pinker, wie nennt man das, Dino? Nee, Drachen, genau, so ein pinker Drachen und der hat hinten einen Knopf drauf, also hinten auf dem Rücken. Und man muss halt, und man selber ist ein Schweinchen und die anderen alle sind so Schweinchen und die müssen halt versuchen, hinten an ihn ranzuschleichen und den Knopf zu drücken, um das Chimera halt zu töten oder auszumachen. Ja, und das Chimera versucht natürlich alle Schweinchen zu fressen. Das ist ziemlich witzig. Ja, und ziemlich niedlich. Und irgendeiner ist halt immer random dieses Vieh. Und die Map ist sowas von Pokémon. Gut. Jetzt bin ich gerade ein Geist, weil die Runde schon angefangen hat. Da kann ich es noch besser zeigen. Da ist dieser Drache, der kann auch fliegen und so. Ich spiele den meistens total schlecht. Ja, und der sucht jetzt noch den letzten. Die Geister hier sind die schon tot sind. Da ist das Schweinchen. Oh, a tiny little baby. Gut. Ja, super. Mal gucken, wo das scheiß Vieh ist. Ah, da hinten ist er. Der hat halt so einen Knopf hinten auf dem Rücken und den müssen die Schweine halt versuchen zu drücken. Ah, yeah. Ah, shit.
Boah, der hat mich fast gekriegt. Boah, ich hatte ihn fast. Habt ihr das gesehen? Nein, ich bin tot. Oh, ich hatte schon fast den Knopf gedrückt. Oh, scheiße. Ja, aber so läuft das halt ab, ne? Die versuchen halt, seinen Knopf da hinten zu drücken. Und er versucht, sie alle zu töten. Ja, jetzt haben sie seinen Knopf gedrückt. Holy fuck. Ah, jetzt bin ich das scheiß Vieh. Oh nee, ich kann das nicht spielen. Ja, und schon bin ich tot. Oh, you just got served, son. Yeah. Habt ihr gesehen, wie viel ich getötet hab? Null. So geschehen, Ja, ich hatte auch gedacht, dass ich ihn krieg, aber... Ja, ich bin super schlecht als Chimera. Aber richtig. Aber es macht trotzdem Spaß. Oh. You just got served. Also, are not alive anymore. Also, I got you, and I am a small child. Yeah, you sound like. I muted him a while ago. Komm, ich krieg den jetzt noch. Oh, was? Das ist doch nicht wahr. Ich lag, glaube ich, übelst, oder? Was habe ich denn für ein Ping? Oh, 300. Ein 328er Ping. Das ist auch kein Wunder, dass der mich von so einer Range anknabbern kann. Das ist natürlich doof. 300er Ping. Oh, gut. Man hat eine verfickte Taschenlampe als Schwein, okay. Nein! Oh, this is so frightening. This is probably gonna traumatize me for life. Nein, nein, nein! Ah. Das kleine Baby macht sie alle lang. Hauptsache ich bin nicht das Ding, sonst wird es wieder so eine Blamage. Perfekte Game für Anna, lol. Alter, der killt sie alle. Ah. Das Baby hat wieder gewonnen. Puh, ich bin's nicht. Sehr gut. Runde 9 von 15. Erinnert echt stark an Pokémon hier alles. Lol. Or you could not get the green pig, everybody would be happy. Oh nein! Oh Gott, wird das peinlich.
Mann, ich hab nicht einen gekriegt. Das ist so gemein. Oh, come on. I'm so bad at this. Ich will wenigstens einmal den Drachen bekommen. Mit einem 300er Ping. Gotcha, little baby. Well, I got a couple captains, so I'm happy. No, no reason to be happy. You need to be sad now. Go cry in the corner. Ja, ich hab ihn gekriegt mit einem 300er Ping. Nein, das ist doch nicht wahr! Habt ihr das gesehen? Ich war so nah dran und wegen dem 300er Ping habe ich es nicht geschafft. 320. Mann, ey. Ich stand doch voll dran. Ich stand schon in ihm. So nah dran stand ich. No. Lol, nice jump. Ey, das kleine Kind ist so am Nerven. Ja, lol. There's no green pig. They're all he already got it eaten, so whatever. Hold on, where is he? Or okay. Ich stand. Ihr seht das doch selber, oder? Ich war übelst weit schon wieder weg und trotzdem hittet er mich. Oh, das ist toll. Gut, letzte Runde. Und ich bin nicht das doofe Ding. Wow, I wasn't even in Crimea even once. I was it two times and I hate it. Ja, mit dem Ping ist es natürlich nicht so cool. Gut, hatte ich einen Disconnect, nicht tragisch. Mal gucken, was es noch so zu zeigen gibt. Trouble in Terrorist Town fand ich immer doof.
Schul-RP, ja, super. Schul-RP. School-RP, aber... ekelhaft. Murder, Trouble in Terrorist Town. Da ist, zockt jeder Arsch Trouble in Terrorist Town. Und Dark-RP, wobei Dark-RP ist richtig schlecht, finde ich. Ja, da oben Dark-RP. Und Prop Hunt. Ja, okay, Prop Hunt könnte ich ja mal zeigen. Für die, die es nicht kennen. Gucken, ob das lange dauert, bis ich auf den Server komme. Hey, Kasi. Was willst du? Hm? Na los, lad schon. Ich glaube, das dauert ewig. Ah, fertig, wow. Kaum zu glauben. Jetzt lädt er doch noch was runter. Ach so, ja, jetzt hat sich mal eben die Map gewechselt oder was. Toll. So, jetzt aber. Ich will ein Prop sein, natürlich. Gut. Ja, im Prop Hunt geht es darum, dass man ein Gegenstand ist und die anderen versuchen einen zu jagen. Jetzt gerade kann ich nur zuschauen, weil ich zu spät gejoint bin, weil ich nur noch die Map lernen musste. Hier in einer ist zum Beispiel ein Mülleimer und einer ist hier, wie man sieht, ein scheiß Blumentopf. Und also jeder muss irgendein Gegenstand sein und der kann auch sofort jetzt was anderes sein. Siehst du, zack, jetzt ist da so ein Ding geworden. Oder, also, er kann halt ständig wechseln. Er muss sich halt irgendwo verstecken. Und dann kommen die Leute mit Waffen und die müssen halt herausfinden, welcher Prop da. Ah, siehst du? Und jetzt versucht er, den zu töten. Und er muss sich jetzt wieder schnell verstecken. Irgendwas anderes werden oder so. Falls er das noch überlebt. Oh, nein. Ja, das ist ziemlich witzig auf jeden Fall. Gucken, er ist hier so ein Automat. Und die schießen halt unten die Items kaputt. Das Ding ist halt, jeder Schuss auf ein Item, was kein Prop ist, also Props sind diese Spieler, die sich getarnt haben. Hier rennt eine Kiste rum. Jeder Schuss, der auf ein Item geht, was kein Spieler ist, tut dem Schützen Leben abziehen. Ich glaube immer 5 oder 10% bei jedem Schuss.
Ja, da jetzt gerade die Props dran waren und ich die Props zugucken kann, bin ich als nächstes wahrscheinlich ein... Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ein Hunter, ja genau. Als Prop ist natürlich immer am lustigsten. Guck mal, ich für einen Ping hab. Ah, ein 130er. Naja, das geht ja schon mal. Ja, es wird Zeit, dass ich umziehe, dann habe ich auch einen besseren Ping, weil ich stream ja nebenbei. Und da geht's schon hart an die Grenze vom Upload-Limit. So. Ja, jetzt kann ich nichts sehen, weil die Props sich verstecken müssen. Für ein paar Sekunden, für 30 Sekunden haben sie jetzt Zeit, sich zu verstecken. Und dann muss ich sie killen, wenn ich sie rausfinde halt, ne? Mal gucken. So. Also schwierig, ich kenne halt die Map nicht, deswegen weiß ich auch nicht, wie was vorher ausgesehen hat. Hat mir das jetzt weh? Ja, schade. Es ist nicht einfach. Ich will ein Prop sein. Bestimmt ist draußen irgendein Vieh. Nicht einfach. Das ist so schwierig.
Mann. Ups. Oh. Eine Tasse. Was? Ich hab die noch getroffen. Oh, es war zu spät. Die Props haben gerade eben gewonnen. Na toll. Na, jetzt darf ich wenigstens ein Prop sein. Kann nicht laufen. Scheiße. Ich glaube, ich bin verbuggt. Irgendwie. Kann mich nicht bewegen. Das ist scheiße. So macht es keinen Spaß. Oh. Wie ging das denn? Wie hat der mich denn getötet? Gut. Haben wir das jetzt auch mal gesehen? Keine Ahnung, wie ich gerade gestorben bin. Wahrscheinlich hat es bei mir einfach nur rumgebuggt. Jetzt gibt es noch Death Run, ist lustig. Jailbreak. Ja. Machen wir mal Jailbreak. Hoffentlich dauert es nicht so lange zu joinen. Jo, gute Nacht, Fire Gamer. Schlaf schön und so. Ist ja auch spät, ne? Also. Ich muss auch bald mal dicht machen. Oh Gott, wie lange der schon wieder lädt. Nee, das Land dauert mir zu lange. Was patcht denn bei mir? Steam Guard. Rust, ja toll. Kann ich noch zeigen, ja. Ich probiere noch mal. Ich zock mal eine Runde APB. Guck mal, ob von meinen Leuten einer im TS ist. Oder von euch kann natürlich einer mitzocken, wenn er will. Auch kein Problem. Error.
Ach ja, neue IP. Passwort ist Penis, Gurken, Pinguin. Ach du Scheiße. Verwalten. Penis, Gurken, Pinguin. Hi, Black. Moi. Was sagst du? Server group assigned. Nee. Nee? Film. Ein Film? Was für ein Film? Godzilla, der neue. Server group assigned. Auf Kinox oder was? Oh, voll scheiß Quali. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Also hier... Qualität ist super, aber der lässt da und die Kamera fallen. Transzendenz, der Film. Boah, der hat eine scheiß Quali, Alter, wenn du mal scheiß Quali sehen willst. Also der mit Johnny Depp. Ja, der. Transzendenz. Da geht's so darum, dass Johnny Depp ein alter Mann ist, der stirbt und dann wird seine Seele in einen Computer verfrachtet, bla bla, und dann wird er ein ganz böser Computer. Ja, genau. Und den wollte ich mir antun. Aber die Quali hat gesagt, nee, warte lieber auf einen vernünftigen Release. Und bei Releases gucke ich immer bei xrel.to. Da steht immer direkt, wie die Quali ist und so weiter, welche Releases es gibt. Wenn mir ein Release gefällt, dann gebe ich einfach den Namen bei Google ein und dann finde ich das schon. Boah, ist das laut. 3, 2, 1. Kurz hier einstellen. APB loaded. So. Ich wundere, ich bin auch nebenbei am Stream, ne? Falls ich, dass ich mit irgendjemand anderem rede, dass ich das nicht vermute. Ja. Ich zock nur eine ganz kurze Runde, weil Langeweile. Wer bist du? Kennst du doch. Wow, die Server sind ja randvoll. Keiner zockt mehr APB, kann das sein? Ja, geht heute auch mit den Lags. Lags? Laggt es oder was? Nee, heute nicht. Okay. Ich habe APB so lange nicht mehr gespielt, ey, ich werde bestimmt voll aufs Maul kriegen. Ich kann es gar nicht erwarten. Wolltest du mitmachen? Genug gesucht für heute. Oh. Das glaube ich dir, wenn du das sagst. warum kann ich dir nicht... Achso, mit F, es funktioniert alles mit F, nicht mit E. Jeff, mein Name ist Jeff. So, kaufe ich eine PMG für den Anfang. Eine PMG mit einem Slot.
Könntest du gerne zwei Slotter holen, aber kein passendes Upgrade dafür. So. Und eine Deagle. Machen wir so. Colby. Ich kann auch mal die Colby SA ausprobieren. Ja, mach ich mal. Gute Colby. 3 Hits. Ja, ich weiß, aber langsame Hits halt. Ja, ja. Langsam, ja. Aber ich habe ja nur mit der gespielt, wo ich rausgekommen bin. Oh, den Ghost Shot Bug gibt's immer noch. Dass wenn du schnell hintereinander klickst, der auch mal Bum Bum macht und trotzdem nur eine Kugel schießt. Richtig behindert. Wenig. Der hat sogar eine Kugel verbraucht. Ach, mit E. Okay, gut, dann drücke ich mal K. Stell mal die Grafik ein bisschen höher, sieht das scheiße aus hier. You bit the wrong ride, the carjack, fucker! Funktioniert noch? Ja. Wow. Ich hab eine Mission. Oh, ich fahr in die falsche Richtung. Da ist einer. Gott, ich werde so aufs Maul bekommen, Mann. Oh, ich hatte den noch fast. Ich krieg aufs Maul. Was war das denn? Oh, ich lagge. Was denn für ein Ping? Sehe ich meinen Ping? Achso, slash FP. Slash FPS. Ich hab ein 120er, das geht ja noch. Ist die Karre lahm, Alter. Ich hab das Handling gar nicht mehr drauf und so. Scheiße. Oh, da ist ein Sniper irgendwo. Irgendwo. Ah, oben ist ein Sniper, oben drauf. Stampelt und tot. Oh, geil. Stampelt und tot. Das ist APB, Alter. Stampelt und tot. Das, ey. Oh, ich hasse dieses Game so. Aber ich krieg nicht die Finger davon. Und warum spiele ich es jedes Mal, wenn es so scheiße ist? Stampelt habe ich eigentlich überhaupt nie. Jetzt kann ich warum. Oh, gerade schon wieder ein Stampelt. Ich stelle mal die Grafik wieder komplett runter. Keine Ahnung warum. Nein, zweitletzte. Auf Low? Ja. Was? Nee. Der Typ muss anhaben. Der ist 29 Gold und hat mich gerade sowas von weggeholt. Das hättest du mal sehen müssen. Als ob der Legend ich war. Gesehen. Hast du nicht. Ah doch, ja, guckst du Stream oder was? Bei Juri. Und was glaubst du, hatte der an? Ja, weiß nicht. Die Waffe ist schon gut, ey. Oh, Standbild. Ja, die Waffe ist vielleicht gut, aber die ist nicht OP. Was? Ernsthaft? Was ist denn das APB geworden, Alter? Ich hab einen 200er Ping.
Und jetzt wieder ein 40er. Achso, ich habe immer 200er Ping, wenn es um PvP geht. Unser ganzes Team kriegt sowas von aufs Maul. Oh, das ist der Madness. Guck. Madness mag sich. Alter, nee, ich geh raus. Madness hat das auf ist jeden ein Scheißspiel, Alter. Nee. Nee, kann ich mir nicht antun, das Game. Vor allem zocke ich gegen Leute, wo jeder eine Pay-to-Win-Waffe in der Hand hat, ey. Das ist ein bisschen lahm. Sollen wir das Game mal wieder mit monatlichen Gebühren reinbringen? Und mit LAN-Support wäre mal geil. Dass man es mit Freunden zocken kann, wo man weiß, dass sie nicht hacken. Da kannst du lange drauf warten. Unter Ping, Alter, ich hab überall so ein scheiß Ping. Ja, liegt an dir, was ich vorher sagen. Ne, weil ich streame halt. Ja, nicht nur. Doch, natürlich nur. Ich streame mit von 100 KB, die ich hab, streame ich mit 75. Ich müsste nur Skype anmachen und schon wird mein Stream Standbilder kriegen. Die Ladezeit, ey. Hm.
Was ist das für ein Scheiß? Und das, was ich hier gerade zocke. Blödsinn. Zwei Blödsinn. Yo, Mom. Ja, ne? Gott sei Dank dauert es nicht lang, bis es ladet. Ne, der lädt ja für jeden Server erstmal die ganzen Daten runter, natürlich dauert das. Das ist ja wie bei jedem anderen Game auch in Joins. Dass du erstmal beim ersten Join die ganze Scheiße runterladen musst. Oh Gott, dauert das. Warten. Der ladet und ladet und ladet. Ja. Schön in Zeitlupe. Lad schon fertig, Junge. Oh mein Gott, was spielst du da? Das ist Blocklands, Mann. Das ist alles selber gebaut aus Lego. Battlefield Map, oder? Ja, erinnert stark an eine Battlefield Map, ne? Finde ich auch. Noch mehr Kanäle. Vespa Connected. Ich dachte schon an Vespa. Ja, wann bin ich denn mal dran? Der reitet ein verficktes Pferd, ist das denn ernst? Thank you.
Wie sie sich nicht sehen. Jetzt bin ich mal dran. In meinem Team oder was? Oh Gott, ist das scheiße. Ich frage mich die ganze Zeit, ob er in meinem Team ist. Dann wäre ich einfach nur abgeknallt. Also gibt's keine Teams. Grüne Namen sind scheißegal. Gut, war eine tolle Runde, hat richtig Spaß gemacht. Gehe ich wieder raus. Mhm. Tja. Hast du gesehen, ne? War schon gut. Aber habe ich klasse gespielt, nicht einen Treffer gelandet mit der scheiß Sniper bei dem Lag. Ich glaube 400er Ping oder so hatte ich. Ja, schieb's auf die Lag. Ja, ja, irgendwas muss es ja sein. Ich hab dir Videos geschickt. Zu mir wo? WhatsApp. In WhatsApp? Oh nee, nicht wieder diese Art von Videos, oder? Nein. Nein, was könnte ich von dir auch anderes erwarten? Ja, warte, ich guck mal rein, ja. Oh Gott. Okay. Lass mal alle runterladen. Das dauert erst ein bisschen, die gelandet. Oh, da sind ja noch viel mehr. Oh Gott. Ja, das ist doch schön. Hier kann man einfach mal was bauen.